Thank you. Danke. Please be seated. Bitte setzen Sie sich. In John's Gospel, chapter 1, 14, says, and the Word became flesh and made his dwelling among us, and we saw his glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. Es heißt bei Johannes Kapitel 1, Vers 14, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. So, Word became flesh. Das Wort also wurde Fleisch. And then the last says, Father's only Son, full of grace and truth. Der einzige Sohn des Vaters, voll Gnade und Wahrheit. Full of grace. Voller Gnade. And in verse 18 says, no one has ever seen God. In Vers 18 heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Now the next sentence. The only Son, God, who is the Father's side, has revealed him. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. This is a very important teaching. Das ist eine ganz wichtige Lehre. Jesus is Son of God, therefore he is also God. Jesus ist der Sohn Gottes, deshalb ist er auch Gott. Once again, no one has seen the Father, but the only Son, God, who is the Father's side, has revealed him. Niemand hat Gott Vater je gesehen. Der Einzige, der Sohn, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Many people have not focused that small word, the only Son, God. Viele haben nicht beachtet diesen Zusammenhang, der Einzige, der Gott ist. He is the only Son, but God. Er ist der einzige Sohn, aber Gott. We are also children of God. Auch wir sind Kinder Gottes. We are all son and daughters of God. Wir alle sind Söhne und Töchter Gottes. But what is the difference? Aber was ist der Unterschied? We are not God. Wir sind nicht Gott. But we are brother of Jesus. Aber brother and sister of Jesus. Wir sind Brüder und Schwestern von Jesus. We are creation. We are creatures, but not creator. Wir sind Geschöpfe, aber nicht der Schöpfer. But we can say, I have a brother. Oh, he's so great. He's God. Aber wir können mit Fug und Recht sagen, ich habe einen Bruder, der ist so großartig, der ist Gott. And now I want to bring little more stronger points. Jetzt möchte ich noch ein bisschen stringenter zum Punkt kommen. So church teaches us, why did the Word become flesh? Die Kirche lehrt uns, warum wurde das Wort Fleisch? This is a normal query for all Germans. Why? Das ist so die tägliche Frage, besonders bei uns Deutschen. Warum? So the catechism is made in that way, as a question and answer. Und das Schöne ist, der Katechismus ist in derselben Struktur verfasst, nach Frage und Antwort. Yeah. Why the Word became flesh? Warum wurde das Wort Fleisch? The subheading itself has a meaning. The Son of God became man. Der Sohn Gottes wurde Mensch. The Son of God, who is God. Der Sohn Gottes, der Gott ist. Became man. Wurde Mensch. So, this is why we have to reflect
about the mystery of Christmas. Christmas is a great mystery. Und auch von dieser Ecke müssen wir über das Geheimnis von Weihnachten nachdenken. Weihnachten ist wirklich ein großes, großes Geheimnis. But outside we see in the supermarket there is a lot of Christmas advertisement. It's like a big commercial festival. Aber wenn wir nach draußen gucken in die Läden und Geschäfte, da ist es ein großes kommerzielles Lichterfest. But for us, we have to recognize it is a great mysterium. It's the greatest mystery of Christian life. Aber wir als Gläubige müssen begreifen, dass es ein großes Mysterium ist, eigentlich das größte Geheimnis im christlichen Leben. Yesterday we heard a word. The Christmas is a wonderful exchange, holy exchange. Gestern haben wir einen theologischen Begriff dafür gehört. Weihnachten bedeutet einen wunderbaren Tausch. That is, God gave his love. Where became man, he gave his life to us and he took our fallen human nature to him. Gott gab uns sein Leben und nahm unsere gefallene Menschennatur an. Exchange. Das ist der Austausch. But it's beyond our understanding. How can he take our sinful nature? Aber das geht weit über unser Verständnis hinaus. Wie kann Gott unsere sündige Menschennatur annehmen? Why I am quoting from the teaching of the church? Because it is not easy for us to believe this. Warum zitiere ich immer aus der Lehre der Kirche, aus dem Katechismus? Weil das für uns nicht ganz leicht ist, zu glauben. In another place in Germany, when I said, God took our sin upon him, he said, no, that's not correct. Then Jesus became a sinner. Ich habe an anderer Stelle in Deutschland gesagt, Jesus hat unsere Sünden auf sich genommen. Und da kam Protest, sie haben gesagt, nein, das kann nicht sein. Jesus ist doch kein Sünder geworden. I said, he will not become a sinner. When he take our sins, he cleanses from our sin. Ich habe gesagt, nein, deshalb ist Jesus kein Sünder geworden. Aber indem er unsere Sünden genommen hat, hat er uns von unseren Sünden gereinigt. Because he is holy, holy, holy. Denn er ist der Allheilige, er ist heilig, heilig, heilig. Then I had to quote from the teaching and I have to explain this light shines in the darkness. Und dann musste ich wieder aus dem Katechismus, aus der Kirchenlehre zitieren, um deutlich zu machen, dass das Licht in der Finsternis scheint. Jesus is light. Jesus ist Licht. He came into darkness. Und kam in die Finsternis. What happened? Did he become darkness? Und was geschah dann? Wurde er selber finster? No. Nein. That's very important to know. Und das ist sehr wichtig zu wissen. This is the, in Christmas time we light candles. In Easter time we light candle. Every day we light candle means he is light. Light takes away the darkness. Wir in der Weihnachtszeit entzünden wir Kerzen, in der Osterzeit eigentlich jeden Tag. Und das bedeutet immer, das Licht kommt Christus in die Finsternis. And darkness cannot overcome the light. Und die Finsternis kann das Licht nicht überwinden. Now in our life we have many darknesses. Auch in unserem Leben gibt es einige Finsternisse. But we cannot remove it. Und wir selber können die nicht entfernen. Only God and his Gnade, his grace, can remove it. Nur Gott und seine Gnade können diese Finsternisse besiegen. So, Son of God became man. Also, der Sohn Gottes, der Gott ist, wurde Mensch. Now we take 456 to
five paragraphs we are going to learn shortly, but this will help you to understand. Wir gehen jetzt vier Ziffern durch, angefangen mit 456. Das wird Ihnen sehr helfen, das alles zu lernen und zu verstehen. We have to learn. Und wir müssen ja lernen. See, you have big four church, Kirchenlehrer, doctors of the church in your Kirche. Denn Sie haben ja die vier großen Kirchenlehrer hier in Ihrer Pfarrkirche. St. Ambrose, St. Augustine, St. Gregory, St. Jerome. Also den heiligen Ambrosius, den heiligen Augustinus, den heiligen Gregor und den heiligen Hieronymus. They are doctor of the church. Sie alle sind Kirchenväter. Kirchenlehrer, Entschuldigung. And fathers of the church. Ja, sie sind Lehrer der Kirche, Kirchenlehrer und auch Kirchenväter. If you have to grow in faith, we have to learn. Und wenn wir im Glauben wachsen wollen, müssen wir lernen. When we learn, we may find it is a little difficult, but once we learn, we feel, oh, that is a big thing. Also am Anfang ist das Lernen so ein bisschen schwierig, aber wenn wir erst mal drin sind, dann finden wir, oh, das ist eine großartige Sache. Now we begin from the part of the credo, 456 is, with the Nicene Creed, we answer by confessing, for us men and for our salvation he came down from heaven and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. Es heißt in der Ziffer 456, wir antworten, indem wir mit dem Credo von Nicea Konstantinopel bekennen. Wir antworten auf die Frage, warum ist das Wort Fleisch geworden? Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. For us. Für uns. For our salvation. Zu unserem Heil. So the angel said, you must call him Jesus. Und der Engel sprach, du sollst ihn Jesus nennen. What is the meaning of the word Jesus? Was bedeutet denn der Name Jesus? Just two pages before, 430. Das ist zwei Seiten vorher unter der Ziffer 430. Jesus means in Hebrew, God saves. Jesus bedeutet auf Hebräisch, Gott rettet. At the Annunciation, the angel Gabriel gave him the name Jesus as his proper name, which expresses both his identity and his mission. Bei der Verkündigung gibt der Engel Gabriel in ihm den Namen Jesus, der besagt, wer er ist und zugleich, wozu er gesandt ist. What is his identity? Also, was ist seine Identität? In identity, he is God. Seine Identität ist Gott. He is the only God. Er ist der einzige Gott. And in his mission, he is Savior. Und in seiner Mission ist er der Retter. Sometimes when our children or somebody is doing some terrible things, we suddenly say, oh my Jesus! Wenn irgendjemand oder unsere Kinder und Enkelkinder was Schlimmes tun, dann sagen wir spontan, oh mein Jesus. That is very good prayer. Das ist ein sehr gutes Gebet. That means God saves you. Es bedeutet, Gott rettet dich. Nobody else can do anything for you. Niemand anderer kann noch etwas für dich tun. God saves. Gott rettet. And he is the only God. Und er ist der einzige Gott. In 1 Timothy chapter 1:17. Im 1. Timotheusbrief Kapitel 1 Vers 17 heißt es. St. Paul says a beautiful expression about Jesus. Da hat der heilige Paulus einen wunderschönen Ausdruck für Jesus. He is the King of all ages. Er ist der König der Ewigkeit. The eternal,
dem König der Ewigkeit, to the King of Ages, incorruptible, invisible, the only God. Dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gott. Honor and glory forever and ever. Sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. I got a strong understanding of this when Pope Benedict, when he came to Austria visiting as Pope, he was giving his sermon. In that he said this, Jesus is the only God. Ich habe eine noch bessere und starke Vorstellung davon bekommen, als Papst Benedikt als Papst Österreich besuchte und noch einmal bekräftigte, dass Jesus der einzige Gott ist. I was there in that audience. Ich war unter den Zuhörern. After saying that, he stopped for a moment. Nachdem Papst Benedikt das gesagt hatte, hat er einen Moment Pause gemacht. Because people had a little different feeling. He's the only God. Und die Menschen waren etwas berührt. Sie, aha, er ist der einzige Gott. And then Pope Benedict said, when I say this, I am not hurting any religious sentiment of other religion. I am saying the truth. Und Papst Benedikt hat dann angefügt, wenn ich das so sage, dann will ich nicht die religiösen Gefühle von anderen Religionen verletzen, sondern ich sage ganz einfach die Wahrheit. And this is the truth, gripped my soul for my whole life. Und weiter hat er gesagt, diese Wahrheit hat meine Seele mein ganzes Leben lang erfasst. You have a German, such a strong man of faith. Sie haben einen Kirchenlehrer, yes, mit so starkem Glauben. Yes. He was like a student of Saint Augustine. Er ist eigentlich ein Student des heiligen Augustinus. Life, whole life, he did the whole works of, he studied all the works of Saint Augustine. Sein Leben lang hat Josef Ratzinger das Werk des heiligen Augustinus studiert. Thank God for such a man of faith, a strong teacher of faith. Und dann hat Gott diesen Mann des starken Glaubens zu einem Lehrer, einem starken Lehrer des Glaubens gemacht.